Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Mugen's Souls. Beim letzten Mal haben wir uns über die Kälte beschwert. Ich mich auch, weil es auch da, wo ich wohne, arschkalt ist. Aber noch kein Schnee. Schade allerdings, ich mag Schnee. Und wir haben Pien Raid hochgetrieben, haben gegen riesige, fette Tauben gekämpft, keine Ahnung. Und ja, ein Gespräch, ein Kampf, keine Ahnung. Ah, doch, das Dorf, ja. First time I've gone on such a large ruin exploring spree. I hope we find a place to rest our frostbitten tootsies. I'll ask. Excuse me, can you tell us if there's a place for us to rest nearby? Well, ach du, wo ist denn Valeria? Yes, there are 10 of us, and we're pretty fast. Yodo! Achso, im Übrigen, wenn man in seiner Pierenliste nachguckt, gibt es dann welche, die. Also alle Pierens, die man sammelt, erhöhen Werte für das Schiff. Man kann in der Liste nachgucken, genau welche Art von Pieren für welchen Bereich ist, und die Special. Ja, heißen nur Special die Pieren. Da ist eher das oberste Symbol. Frag ich mich, ob man die auch bekommt? Und wenn ja, wie heißen sie? Denn die Pieren, die Champurus, also haben ja leider alle auch Namen. Bist du dumm, Rio, oder? Lady Shushu, he told me there's a large restaurant just over there. Warum versteht ihn? Oder, ist auch egal. Hold up. How can you understand their rambling so naturally? Kommt bestimmt sowas. Mir auch einer. How? That was just a nice villager. A nice villager from where? Ha. Huh? Whoa! It's a black shampoo, which means ja, ein bisschen sehr spät. So, if this stupid thing's here, then show yourself, Valeria. Ja? Oh, hi. Schön, dich wiederzusehen. As I thought, you're totally hopeless. What are you even doing here? I made so many peons. I'm tired. So I'm taking a break. So many? I thought I was pretty darn clear about you not making peons out of stuff belonging to me. First come, first serve. Yeah. Who cares about who got where first? Everything, everywhere belongs to me. Na, jetzt sei mal nicht so, teil auch mal mit den anderen. You finished taking over this world? Eigentlich noch nicht. Well, not just yet, but how much more is left? To calculate. Just admit that you don't know. You put up your domination plans to go prance around the ruins. Hey, don't backtrack me. So you haven't started. Doch angefangen habe ich schon. You were just gonna, okay? After we had a nap in Noms, we were gonna get on it. Excuses only mask one's inability. Hard to have a comeback for that. Give me back those peons, right? Oops. Ah, the Missy has grown flustered. Girls with emotions like roller coasters can be rather exciting. But in her case, it is rather unsafe. Doch alle was. Sie alle in der Wunde rumbohren. So, aber. Girl, just shut up. Don't keep popping up with stupid one-liners. Once a peon, always a peon. For life. I said to give me them back, so gimme! Asking the impossible, as usual. Get on with it! If you don't, I'll make you do it! Können wir kämpfen? I didn't want Mann! Achso, okay, okay. Ich sollte dir zu Ende zuhören. Das wäre echt toll, wenn man ihre Shampoos dann bekommen würde. Das würde mir einiges, glaube ich, am Farm ersparen. The Planetary Pole? Pale? Ich hab schon wieder vergessen. Ah, diese Vanille da halt, ne? Oh, 24, mein Gott. Mensch, du! Wie sieht's aus? Bist du schnell? Hast du aber einen schlechten Angriff und eine schlechte Verteidigung? Und dein Agi. Was war denn Agi nochmal? Ach, keine Ahnung. Ist aber auch nicht so hoch. Merkwürdig, Katzen platt machen. Schlägerkatzen. Ja. What's the
Das ist jetzt meine Chance, Sandy einzusetzen. Ah, ich brauche nur die PM Points. Ja. So, Sandy, jetzt kommt dein Auftritt. Du machst auch alles platt. Ach, ich liebe dich, Sandy, echt. Oder was? Sie hat überlebt oder hat sie keinen Schaden bekommen? Sie hat keinen Schaden bekommen, okay. Aber egal, ich hatte mal Spaß. Kommst du nicht ran? Ich versuche einfach mal so. Ja. Früher oder später musst du dir Schaden kriegen, aber das war wunderbar. Ja, mach mir ruhig keinen Schaden, ist okay. Ach, Sandy. Jetzt habe ich zwar arsch viel SP verbraucht, aber das war es mir wert. Das war es mir wirklich wert. Ich finde auch, dass bis jetzt sie den spektakulärsten Special-Angriff hat. Wirklich, den feiere ich jedes Mal auf neue. Seife und Dust-Bunnies sind definitiv selten. Ich glaube, Chestnut auch. Chestnut hat er. Mit Boss. Ja, wunderbar. No. I said it was impossible. I'll leave for today, though. I made many, so I'm satisfied. Okay. Tschüss. Verabschiede dich gefälligst vernünftig. So I have several questions. First, was that girl an acquaintance? Not really. More like a rival. That's not it at all. She always steals away my peons. Immer, vor allen Dingen. Sie war jetzt das erste Mal vor dir da. Wann haben sie kennengelernt? In der Moonworld, glaube ich. Ich kann mich Firewall-technisch gar nicht an sie erinnern. Und jetzt wieder, naja. Okay. Second, what was that about taking over the world? Genau das, wie es klang. Oh yeah, we didn't tell her anything. It's sort of the reason we came to this world in the first place. Listen, jetzt kommt Shushu. Nein, doch nicht. Was? Sie stellt sich nicht vor? Also nochmal? So making the hero and demon lord your peons will result in you conquering this world? Yep. Isn't that so cool? They're all heroes and demon lords from the other world. I'm a hero. I'm kinda sorta a demon lord. Well, more like possessed by one. I suppose I'm a hero. There you have it. If you fall for me, my full-bodied rose, you'll only get hurt. Wie die beiden da stehen, wunderbar, wirklich. Everyone here acts like a dork except for me. Naja. None of you look the part. Well, I suppose I shouldn't speak ill of others. Ja. We shouldn't linger here much longer. If we don't hurry to the next world, we'll get undermined again. Right. I wanted to explore more. Sorry, but we can't help you past here. Don't act so cold. If you're just looking for the demon lord, I'll help. Okay. You will? Really? It's on my way after all. See, there's a good chance he's sealed in some ruins. And we can't just not explore ruins. So you'll come with us? Thanks! Yeah, I feel more at ease knowing we've got a professional ruin explorer. Als hätte sie wirklich eine Ahnung. We should factor in the risk of getting hampered by Marina's clumsy. Yeah. Don't go bitching after the choice has been made. We gotta find the hero after we beat the demon lord, you know? What? Why would you need to find the hero? Huh? Didn't you hear me? If we don't, we can't conquer the world.
There's no need to find her. She's right next to you. Huh? Oh Mann. Ja, ist doch ganz klar. Allein schon, weil sie ein Bild hat, muss sie entweder Demon Lord oder Held sein, also. Okay. So much walking this time around. Marina! Are we there? Ihr seid keine 50 Meter weiter. Strange. According to my map, we should be at the next set of ruins now. Let's try to avoid the trope where you don't understand me. No worries. I'm a certified cartographer. I've explored ruins for most of my life, after all. This may be a silly question, but... Hmm? What is it? Isn't your map from when the continents were still separate? How? Oh. That reaction means... Yeah, rookie mistake. I think anyone would have done the same, though. Most would notice the disparities as soon as they glance at the map. Are you saying we're lost? Nah. Not at all. The continents join together here and here. So we're right here. Is it keine Ahnung, wo wir sind? Oh, I see. Whoops. We totally overshot the ruins we were heading toward. I guess that's better than being lost. Depends how much totally is. It seems like 10 kilometers. Das wäre ja 10 Kilometer, ja, gut. Hm. 10 freaking kilometers? Dann sind sie rund. Ich bin ein Freund, wir sind ja. Wenn man schon Geld ausgibt, dann versucht man wenigstens den Weg so günstig wie möglich zu beschreiten. Dann da in die Stadt, wo ein Mediamarkt ist, sind rund 5 Kilometer. Ja, hin und zurück, ne? Ja. Gut, das sind dann 1,5 Stunden. Ich glaube, wir brauchen eine Dreiviertelstunde hin. Ich glaube ja. Ja. My thinking she was normal at first glance was a mistake too. Ei. Ja, das heißt jetzt würde ich muss den letzten das letzte Ding suchen, damit die Kontinente wieder irgendwie zusammenkommen. Zumindest sieht es so aus. Ja, alles überlebt, ist ja langweilig. Machst du die Vogelfisch fertig? Es lebt immer noch. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht bin ich. Außer wenn Sandy irgendwo hinlangt, dann ist es weg. Kommst du ran? Nö. Du bist auch keine Lust, ins Gelände zu sitzen. Wird er mir nicht wert. Und rums. Oh, 9%? Okay. Oder was sagt meine Map noch? Nö. Doch, da ein Gespräch. Na gut. Ach, da ist auch... Okay. Okay, dann bleibe ich bei den 90%. Ich habe nichts gesagt. Man kann ja mal falsch liegen, ne? Ist ja jetzt nicht so, als wäre ich perfekt. Nicht ganz. Hartes Shampoo. Ja, da, ja. Leider kann man damit recht schnell rechnen, dass sie entweder Demon Lord oder Hero ist, weil nur diese Charaktere Bilder bekommen, aber egal. Die anderen wussten es, glaube ich, auch nicht. Ich wusste es natürlich, aber ja. Muss man sich vorstellen. Soul hätte sich so vorgestellt.
Ja. Sie meint dich, du Held. Oh. Klar. Wir müssen zusammenarbeiten. Die kommt für die sowieso später ins Team aufgenommen, also. Es liegt bestimmt daran, dass du dabei bist. Wenn du nicht dabei bist, dann bestimmt schon manche schreckliche Dinge passiert. Das ist ja süß, die mögen sich. Schöner Vergleich mit dem kleinen Hund. Ja. Ja, Demon Lord. Ach, hey, okay. Gut. Ach nein, da muss ich ja jetzt eine Search machen. Ja, Kontinent abgesucht ohne Ende. Nichts gefunden. Ist ärgerlich, auch ein bisschen. Bla bla, nur grob gesucht. Gibt's immer 100%. Nee, unser... Ach nee, Soul ist ja 120%iger Held. Entschuldigung. Also sie gibt ja auch immer 120%. Ah, ja. Dann kommen wahrscheinlich da auch die letzten Peon Points hinzu. Jede Welt hat einen dritten Kontinent. Hat sie sowas am Anfang erwähnt? Bestimmt, kann mich nur nicht dran erinnern. Okay. Ihr seid immer so fies zu Riordo. Eigentlich ist er gar nicht so schlecht und ist auch gar nicht so unnütz. Sie stehen ja immer so da. Ist vielleicht ein bisschen dämlich. Aber, naja. Na, Kontinent, ich peer nicht jetzt noch schnell. It's a tree. Ja. Wir haben hier auch so wenige Bäume. Nein! Wir haben hier auch so wenige Bäume. Ich hoffe einfach mal, dass es der Baum da vorne ist. Ja. Man macht schneller. Die Wartezeit seid ihr mir nicht wert. So. Genauigkeit gesunken, oder? Ja. Welches Level hat die Gute eigentlich? 27. Graceful. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wird eine schöne Level-Session geben. Weiß ich ja, was ich am Nachmittag zu tun habe. It's a tree. Hand Launcher. Keine Ahnung, wie teuer das Ding ist. Okay. Mein Kontinent. Ah, so viele Shampoos. Wunderbar. Ja, erstmal zurück nach G-Castle. Das sollte es dann auch getan haben. Und ich finde es wirklich schlimm, aber ich sehe nie einen Unterschied. Savage Lands. Nee, ich habe Angst vor ewig langen Gesprächen. Ich weiß natürlich mal wieder nicht, wie lang der Part ist, aber ich beende ihn hier gleich einfach mal. Beziehungsweise jetzt. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Beim nächsten Mal gehen wir dann auf den dritten Kontinent. Okay, hey. Besuchen wir die von den anderen Planeten auch noch? Ich hoffe doch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.